Also ich würde es den Fans ja auch gönnen in der Türkei. Die Türkei hat sich mehrfach vergeblich beworben. Die Fans hätten es sicherlich verdient, das Regime allerdings nicht, da bin ich sehr klar. Und ja, auch die Experten haben ja gesagt, in Sachen Menschenrechten steht die Türkei komplett blank da. In der ökologischen Frage sicherlich auch. Insofern ist die deutsche Bewerbung eindeutig die bessere Bewerbung. Aber das entscheidende Kriterium ist die Menschenrechte. Wir haben nach Russland, glaube ich, alle gelernt, dass autoritäre Herrscher solche sportlichen Großereignisse missbrauchen für ihre Zwecke. Und Herr Erdogan ist nun alles, aber sicherlich kein guter Gastgeber für so ein internationales Ereignis. Jemand, der sein eigenes Land in ein offenes Gefängnis verwandelt. Jemand, der rassistisch unterwegs ist, jemand, der das Land spaltet, ist kein guter Gastgeber für ein solches Unterfangen. Wenn Deutschland gewinnt, dann ist es ein Sieg für alle, die hier leben, egal welche Herkunft, so wie die Nationalmannschaft ein Querschnitt der Bevölkerung ist, reich, arm, egal welche Herkunft, so sollte es eigentlich auch das Feiern sein. Wir haben das schon mal gezeigt im Sommermärchen, dass wir das können. Und warum sollte man das nicht auch bei der Europameisterschaft wieder können, dass wir alle in diesem Land mitnehmen, alle, die zum Wohle dieses Landes sich einbringen und damit auch demonstrieren. Fußball ist dazu da, die Menschen zu verbinden, nicht um sie zu spalten.